Howdy, meine lieben Freunde, und willkommen zum neuen Part von Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Ja, das letzte Mal habe ich mich ein wenig aufgeregt in diesem Spiel, aber naja. Heute ist ein neuer Tag und ich habe wieder Lust, dieses Spiel zu spielen. Was geht denn mit dem Sound? Ich werde besser hier warten, bis ihr das Tor geöffnet habt. Ah, Momentchen, das haben wir gleich. Hey Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade eben kurz die Aufnahme gestoppt und eben kurz geschaut, was da jetzt an diesem, warum der Sound so hing. Ich habe es ehrlich gesagt nicht hingekriegt, aber jetzt haben wir die Musik einfach ausgestellt und damit haben wir das Problem behoben. So, wo müssen wir längs? Hier hoch können wir nicht. Hier können wir auch nicht hoch, aber irgendwas schießt hier auf uns. Na, wer oder was schießt hier auf uns? Da oben. Mein Headset sagt da oben drin. Ja, das ist eine gute Frage. Oh, ein Medipack, wenn ich da mal rankommen würde. Aber wir haben volle Energie, in Ordnung. Und Sprung! Nein, hört doch mal. Mit dem Rückwärts also kommen wir da anscheinend nicht ran. So, nochmal das Ganze. Ja, geschafft. Und jetzt wird ein wenig geklettert. Mit einem Lichtschwert in der Hand überhaupt kein Problem für uns. Ja, sorry. Ich glaube, ich mache die Musik einfach wieder an, wenn wir im nächsten Level sind, weil, ja... Naboo scheint die jetzt anscheinend ein wenig zu hängen bei mir. So, hier ist nichts. Zack, das haben wir alles im letzten Part schon mal gemacht. Aber ich, Idiot, habe ja einfach das Spiel beendet, ohne es abzuspeichern. Ja, für die Leute, die es gesehen haben. Das ist die ganze Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur die Königin mitnehmen. Denn beim letzten Part ist sie einfach gestorben, weil wir sie allein gelassen haben. So, ist hier noch irgendwas? Auf jeden Fall sollten wir die Brücke irgendwie runterlassen. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber ich nehme am besten die Königin mit, dann passiert schon mal gar nichts. Und ja, ich bin da absichtlich drüber gelaufen, denn ich möchte ja nicht, dass Amidala da durchläuft. Glaubt ihr, es ist sicher, weiterzugehen? Na los, folgt mir, Schlampe. Und los. Sorgt euch nicht um mich, ich schaffe das schon. Okay, wie lassen wir das Ding hier runter? Vielleicht was der was. Was machen Sie da? Wissen Sie nicht, dass hier überall Kampfdroiden sind? Ich muss das Boot hier wegschaffen. Können Sie mich den Fluss hinaufbringen? Nein, tut mir leid. Das ist zwar das beste Fischerboot, das je auf Naboo gebaut wurde, aber heute sitzen wir hier fest. Na super. Warum liegen Sie hier vor Anker? Ach, die Explosionen haben die Fische verscheucht. Es ist eine Schande. Mann, fahr mich doch irgendwie nach draußen oder tu irgendwas Sinnvolles, meine Fresse. Befindet sich am Ende des Flusses nicht ein reißender Wasserfall? Was ist denn das für eine Frage? Warum springen Sie nicht rein und finden es selber heraus? Und ja, ich weiß, dass deiner ist. Tut mir leid, ich bin nur auf der Durchreise. So, hau rein. Ja, ich bin ja eigentlich normalerweise der Typ, der sowas austestet. Man hat es in Dead Space hin und wieder mal gesehen. Aber ich weiß, da ist wirklich ein Wasserfall und man stirbt dort einfach. Also, das muss nicht sein. Okay, Brücke ist unten. An der Stelle sind wir gerade gestorben. Okay. Gut, also müssen wir die Königin mitnehmen. Nicht aufregen, es ist alles im grünen Bereich. So, da sind wir wieder und laufen den Weg mit Amidala entlang. Sie haben uns den Weg abgeschnitten. Ja, sie haben uns den Weg abgeschnitten. Das kannst du laut sagen. Ach du Scheiße, die kommen jetzt von allen Seiten. Na, kommt schon. Nicht Amidala.
Nee, die greifen sie gerade nicht an. Mann, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt entscheiden soll. Ich werde es überleben. Oh, oh, sie sagt schon, sie wird es gerade eben so überleben. Also das ist kein gutes Zeichen. Speichern wir am besten mal an dieser Stelle hier ab. Nabu, speichern. Okay. Wir sind immer noch weit vom schützenden Hangar entfernt. Sollen wir weitergehen? Ja, was nehme ich da dann jetzt am besten für eine Waffe? Vielleicht bringen die Energie für was. Verdammt, das stört den gar nicht. Mist. Ja, ja. Mich hat's erwischt. Ah, zum Glück haben wir gerade abgespeichert. Und nochmal das Ganze. Sie haben uns den Weg abgeschnitten. Bei den Energiekugeln kommen wir da nicht allzu weit. Ich glaube, ich sollte mich erstmal um den hier kümmern. Okay. Okay. Oh, oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Das wird ganz eng. Ach, du heilige Mutter Gottes. Also keine einfache Stelle, auf gar keinen Fall. Was macht man hier nur? Was macht man hier nur? Okay, hier kommt man nirgendwo rein. Da auch nicht. Okay, fast volle Energie. Damit können wir schon mal ein bisschen kämpfen. Den Doppelschuss kann man auch nicht abwehren. Okay, nehme ich mir erstmal den hier einzeln vor. So, jetzt kommt mein teuflischer Plan. Ups, ups. Oh oh, ich höre schon ruhige Tasten bauen. Helft mir! Oh nein! Nein! Ich bin nicht verletzt. Komm schon! Oh Gott! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh Gott, 6 HP! Oh Gott, und ich laufe doch noch rein! Meine Güte! Ich dreh durch! So. Speichern wir nochmal an der Stelle ab. Und weiter. Noch mehr Droiden. Oh, ich sehe den Hangar. Links rein ist der Hangar, ganz sicher. Oh, sind das viele Droiden. Mein Gott, was mache ich denn bloß? Sag mir irgendwas. Ist das wirklich die Königin von Naboo? Richtig geraten, Einstein. Wir sind für jede Hilfe dankbar, die ihr uns anbieten könnt. Hören Sie zu. In dem Gebäude da drüben finden Sie vielleicht ein paar nützliche Gegenstände. Ich werde die Tür für Sie aufschließen. Ach ja, ach, ich glaube, das bringt sogar wirklich was. Wisst ihr etwas über den Hangar? Es ist direkt da vorne, aber seien Sie vorsichtig. Im Hangar befindet sich eine Gruppe Kampfdroiden. Okay, wer hätte das gedacht? Ja, nice. Jetzt haben wir diese übergeile Kugel hier neben uns. Und die kämpft jetzt mit uns. Ich glaube, es gab damals sogar auch einen Cheat. Ups, die wird von hinten angegriffen. Ich glaube, es gab auch einen Cheat damals, dass man die immer um sich hat. Die hat man normalerweise jetzt nur in diesem Level. Der Schuss hat nur meine Schulter. Aber ansonsten hat man die, glaube ich, immer mit dabei. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall gab es irre lustige Cheats für dieses Spiel. Okay, hier hinten ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht schießen, du blöde Kugel. Die lassen sich am besten mal da hinten rumrollen, wie sie wollen. So, komm mit. Glaubt ihr, es ist sicher, weiterzugehen? Jupp, und jetzt beeil dich. Lasst uns gehen. Ihr tretet auf mein Kleid. Ich trete auf dein Kleid? Ihr habt das doch gerade gesehen, die hat mich angelaufen. Ey, blöde Kuh. So, jetzt geht's zum Hangar. Komm, das werde ich wohl schaffen, oder? Ja, ich habe so viel Energie, wenn jetzt nicht unbedingt nochmal Druidikas kommen. Und ich glaube, es kommen keine mehr.
Dann passiert mir auch nichts. Wie lautet euer Plan, Jedi? Ja, du kommst mit. Lasst uns versuchen, euer Schiff zu erreichen. Lasst mir etwas mehr Platz, Obi-Wan. Ja, geh mir nicht auf die Nerven. Wir haben es doch jetzt geschafft, ey. Meine Güte. Jetzt komm doch mit. Schlage ich doch mal lieber auf dieses komische Schiff hier ein. Wo ist die denn jetzt? Hä, wo ist die denn jetzt längst? Bin ich behindert? Dieses Schiff hat so eine geile Spiegelung. Obi-Wan, wo ist die Königin? Wir können nicht ohne sie das gehen. Das frage ich mich Bring auch. Sie sofort hierher. Ach, da. Ich bin erleichtert, dass ihr zurückgekommen seid. Wie ist sie denn da hingekommen? Aber gut. Kommst du jetzt ich mit? Ich warte, Jedi. Ach. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Jedis so ungehobelt sein können. Wirklich, ich spare mir meinen Kommentar. Deine Fähigkeiten beeindrucken mich, mein junger Schüler. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Reise nach Coruscant zu beginnen. Jo, wunderbar. Damit würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für diesen Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir... Okay, Moment. Wenn wir auf Tatooine sind, nach dieser unglaublich schönen Soundanlage. Bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss.